Wir schreiben ihm eine freundliche Nachricht. Nee, eine lustige Nachricht. Haha, weißt du, Wasserfall? Ich dachte, es geht gar nicht, aber ich bin doch schwanger. Hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Nee, Moment, ich krieg das noch hin. Haha, Wasserfall und Werwolf? Wenn du da an nassen Hund denkst, ist korrekt. Aber auch nasse Hunde können. Schwanger. Nee, es ist vorbei. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu What a Baby Challenge! Für mich ist schon einige Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme. Also das Zimmer hat sich jetzt nicht wirklich mehr stark verändert, aber es ist einiges passiert. Heute ist mein Mitbewohner eingezogen und ja, ich bin ein bisschen im Stress und ich glaube, das könnte heute wieder eine epische Folge werden, weil ich sehr verplant sein werde, ne Eddie? Hast du das auch im Gefühl? Ja? Hast du? Wenn Eddie das sagt, ne? Hm. Oder bist du jetzt einfach Kommentator in der hinteren Reihe? Ist ja auch okay. Wir haben bestimmt mehr Spaß, wenn jetzt hier Eddie immer kommentiert. Und hat sich Martin nicht bei der letzten Folge selbst übertroffen mit dem Paint-Design? Also ich finde, auch Martin sollte dafür eingestellt werden bei Sims. Also ich finde, das ist neue Klasse. Ich habe sehr gelacht, als ich das gesehen habe. Einfach episch. Ne, Eddie? Meinst du? Ist gut, ne? Gewesen. Top. Ja. Gut. Da hatten wir jetzt schon die Diskussion mit Eddie. Eddie ist auf unserer Seite, ne? Also wenn er nichts sagt, ist gut, glaube ich. Gut. Die gute Daisy ist ja shredded as hell. Als ich sie gerade wieder angeschaut, dachte ich so... Daisy, du alte süße Maus. Du alte süße Maus. Exakt. Und wir werden deswegen ja den guten Wolfgang, unseren kleinen Werwolf, einladen und neue Kinder bekommen. Und dann müssen wir eigentlich nur noch darauf aufpassen, dass die Drillinge hier gute Fortschritte machen, dass sie bald mal Kinder werden, weil Kleinkinder, das ist wirklich das schrecklichste Alter, finde ich jetzt. Und die gute Romy, lass uns mal gucken. Es war ja Oberschülerin, also sie könnte es heute schaffen und könnte noch pünktlich vorm Wochenende ausziehen. Bei den Drillingen sieht es nicht ganz so bisher super aus, muss man ehrlich sagen. Also die hängen ein bisschen hinterher, aber gut. Aber gut, kriegen wir hin. Eddie, kriegen wir hin? Gut, danke. Danke dafür. Aber erstmal, meine liebe Daisy, du gehst jetzt bitte auf Toilette. Toilette. Ins Bett. So, Eddie, magst du mal hier mitkommen? Nee, ich wollte eigentlich nicht ins Baummenü, mein lieber Herr. Also, das wollte ich nicht. Konzentration, Eddie, wenn du mir schon helfen willst. Na, also, das ist wichtig. Nee, Eddie, das ist das Mikrofon. Bitte keine Kabel essen. Danke. Wie so ein Assistent, ne? Wie so ein Praktikant, der alles falsch macht hier. Der Eddie. Dabei bist du schon so lange dabei. Ist nicht dein erstes Mal. Hä, warum schläfst du denn nicht? Schlafenszeit. So. Heute ist Muttertag. Muttertag, vor allem. Eddie. Hallo, warum... Warum schläfst du da nur? Nimm doch. Nimm das Essen. Ja. Nimm das Essen. Hallo. Hat... Was? Was? Schon ein wenig schwieriges Publikum hier. Und wenn Erika dann aufs Töpfchen wartet, rufen wir Wolfgang an. Wolfgang wartet schon. Bestimmt in Werwolfsform auf uns. So. Ja, ich habe keine Geduld mehr. Du kannst dann wen einladen. Unseren guten Wolfi. Ich meine, was wir halt mal machen können. Ich meine, das haben wir eine Zeit lang gemacht. Und dann habe ich es immer wieder vergessen, weil wir so viele Kinder immer hatten. Ich lade ihn einfach ein auf ein Date. So machen wir das. Sehr gut, Floretta. Ja, er hat ja gesagt. Und auf dem Date werden wir noch was anderes machen. Nicht nur ein bisschen flirten, flirten. Ah, ah. So, dann gehen wir doch mal zum Nationalpark. Weil da was ist.
Ja. So, Wolfgang, erkennst du mich überhaupt wieder? Lass uns mal ein bisschen romantisch sein. So. Oh, jetzt ist Rosalie da und kommt natürlich bestimmt gleich zu uns und will einfach nur ihrer Mutter Hallo sagen, während sie dann wieder guckt und denkt, okay, was schon wieder wie Neues hier. Interessant. Ja, da kommt sie. Denkst du nicht, dass das ein bisschen merkwürdig ist, meine Liebe? Ah, hey. You do you, ne? Wenn du das witzig findest, okay. Verabredung massieren. Wir machen einfach normal erst. Rosalie, du bist kokett und redest mit deiner Mutter. Das ist schwierig. Wie sie daneben steht und auch nur denkt, gönn dir, Daisy. Beziehungsweise Mutter. Hast du imaginär fotografiert oder was? Es ist schon ein bisschen weird, der Typ, ey. Aber wir sind ja nicht wählerisch. So. Baby machen. Ich bin gespannt, wo ihr Baby macht. Ich denke mal da. Ja. Wir folgen ihnen mal, ne? Wie sie beide joggen. Und sich freuen auf diesen Akt. Jetzt checkt erstmal ihr Phone. Dauert ja auch Ewigkeiten. Aber Hauptsache erstmal hinjoggen, ne? Raus da! Raus da! Wir müssen Baby machen. Tschüss, Leute. Ja, los. Auf geht's. Ich sag nochmal Baby machen. Worauf wartet ihr jetzt? Hallo? Gönnt euch den Wasserfall? Ja? Ew. Sehr schön. Wartet jetzt jemand davor? Nee. Sind alleine hier. Sehr gut. Und wir haben sogar schon Gold, obwohl wir nicht mal das Hauptziel erreicht haben. So ist das. Wir sind einfach zu gut für dieses Date. Romy hat's geschafft! Sehr gut. Das bedeutet, dass wir gleich sie ausziehen lassen können, wenn sie denn Verantwortung hoch hat. Lass uns mal hier kurz gucken. Wasserfall-Eskapaden. Ich hatte ein Techtelmechtel mit einem Werwolf. Erster Kurs, erstes Techtelmechtel. Stolz? Wegen Unterrichten? Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, warum bist du stolz? Ich meine, kannst du auch stolz sein, auf ein Techtelmechtel mit einem Werwolf zu haben? Ah, gut. Das bedeutet. Moment, wir lassen uns doch erstmal das Hauptziel zum Ende machen. Lass uns noch einmal hier ein bisschen einen Kuss hauchen, damit wir das zumindest voll haben. Mal guck mal, Fröschlein. Fröschis. Achso, kriegen wir nicht voll? Ist egal, wir haben eh Gold. Yay! Dann kommen wir wieder nach Hause. Danke, Wolfgang. Ich hoffe, du hast performt. Wir checken mal die Lage ab bei uns. Und müssen natürlich auch die Lage abchecken, ob Romy wirklich ausziehen kann. So, bist du schwanger, meine Gute? Romy, bist du verantwortlich? Ja, sehr gut. Das bedeutet, haben wir hier einen Kuchen? Sogar nicht angenackt. Ich drehe durch. Was ist das denn? Oh, Kerzen auspusten, Romy. Du ziehst aus. Sehr gut. Es hat geklappt. Daisy ist schwanger mit Wolfgangs Kind. Und Romy ist älter. Mensch, also hier geht es ja eins nach dem anderen hier, ne? Wähle eine Nummer zwischen 1 und 15. Ihr seht es nicht oder hört, habt es nicht gehört. Jetzt seht ihr es gleich. Es ist 14. Wellness. Wähle eine Nummer zwischen 1 und 3. Das ist 3. Zen-Guru. Ja, vielleicht hat sich ja Romy inspirieren lassen, ne? Von der guten Daisy, wo sie gesehen hat, dass sie jetzt so krass fit geworden ist, so viel Awareness gemacht hat. Könnte natürlich sein, dass sie so inspiriert wurde und jetzt einen Zen-Guru machen sein möchte. Nicht schlecht. Aber meine Liebe, du siehst so gut aus, Romy. Ich finde dich so, 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 so gut. Aber wir müssen dich jetzt erstmal wegschicken. Einfach so shredded als Schwangere hier. Ich habe das genau gesehen, Daisy. Du hast hier genau gerade ein Kuchenstück genommen. Schwierig. Ich habe gerade gesagt, dass du so shredded bist, Daisy. Und schon nimmst du ein Kuchenstück. Ich weiß gar nicht, ob der Low Carb war. Cheat Meal. So, dann. Wo schicken wir dich hin? Haben wir überhaupt ein Spa? Doch schon, hier in Newcrest. Guck mal. Wir schicken dich dann einfach zu wem hier hin? Nach Newcrest. Dann kannst du. Wo gehe ich denn hin gerade?
Hier irgendwo ziehst du hin, meine Liebe, weil da kannst du gleich zum Spa hingehen und kannst du da gleich arbeiten. Oh, könntest du Ikeda gehen? Ja, Ikeda. Kannst dich auch um das kleine Kind kümmern, um den guten Marco ein bisschen, Romy. Und vielleicht zeigt dir Enrico auch, wie Zen-Guru geht. Vielleicht ist er ja ein Zen-Guru, ne? Also wäre ja sehr passend. Deswegen, zack. Machen wir so. Und dann gehen wir zurück zu guten Taizai. Auf Solani. Habe ich nicht vergessen gerade. Nein, nein, nein. Du machst das, du machst das. Ich würde sagen, du wirst ein bisschen unverantwortlicher, Chloe. Damit dich deine Mutter maßregeln kann, damit wir ein bisschen vorankommen mit unserem Bestreben. Müssen ja smart sein, ne? Smart, smart, smart. Du kannst ja erstmal wieder was backen. Mach mal ein. Warum kann ich das nicht machen? Ich möchte aber eine Obsttorte machen. Möchte ich aber. Mach halt Vollkornbrot. Dann halt das. Das bedeutet natürlich, dass wir jetzt am Wochenende nicht so wirklich viel machen können, weil die beiden Kids da, die beiden vor allem, die drei Kids da sind. Überlege gerade, ob es mir trotzdem egal ist. Aber mit den Kleinkindern kann man halt nicht so viel gutes Zeugs machen. Und ich glaube nicht, dass wir das schaffen, dass sie bis morgen Kinder sind. Dafür sind sie einfach zu klein. Weil eigentlich möchte ich noch gerne in Urlaub fahren. Sie könnte ja auch noch was anderes machen hier, ne? Hier Aufsprudeln-Fähigkeit. Oder halt backen lernen weiter. Ah, Zutaten hinzufügen. Und sprudeln mal ein bisschen mehr. Ah, Liebesrauschbeere. Sehr gut. So, backen. Hast du es schon zu Ende gebacken? Sehr gut. Dann kannst du ja mal ein Gericht nehmen. Kannst mal eine Scheibe Vollkornbrot nehmen. Richtig geil. Haben wir hier eigentlich schon alles verbessert? Nee. Obwohl, nee, das wollen wir ja auch nicht verbessern. Hier, wie sieht es hier aus? Da können wir noch einiges machen. Mach das mal, Daisy. Hast du eine Aufgabe für jetzt? Erstmal. Ich kümmere mich um die Kinder, Daisy. Ich habe das alles unter Kontrolle. Okay, dann musst du eigentlich nur noch ans Blöckchen gehen. Okay. Du hast Kommunikation noch nicht wirklich hoch. Dann kannst du doch hier mal ein bisschen brabbeln. Und deine Schwester kann dann hier hingehen. Zu den Blöcken, wenn sie da durch ist. Mit der Toilette. So. Wie sieht es bei dir aus? Ist okay. Oh, so viele Kinder. Oh, bin ich froh, wenn sie keine Kleinkinder mehr sind. Das ist so viel Arbeit immer. Weil man sie ja alles selbst kontrollieren muss. Nee, du. Sage ich und ich gehe dann zu Daisy, ne? Weil die auch nur Blödsinn hier macht. Mach bitte mehr. Nee, nicht Kompostbehälter. Nein, nein. Überragende Spülung. Ach nee, habe ich schon. Noch irgendwas, was ich machen kann? Da habe ich keinen Tuning-Teil mehr. Das ist ja doof. Muss ich kaufen. Kaufe ich mal wieder super viel hier. Dann hochschwanger verbessert sie einfach dann weiter Geräte. Das ist ihre Aufgabe einfach jetzt gerade wieder. Damit die Sachen nicht so elendig schnell kaputt gehen. So. Bist du erstmal beschäftigt damit, ne? Gut, dann gehst du mal bitte aufs Töpfchen. So. Du gehst dann schlafen. Warst du jetzt auf Töpfchen? Nein. Also willst du mich verarschen, du liebe Floretta, oder was? Nee, nee, erstmal hier aufs Töpfchen gehen. So, nicht, meine Liebe. Danach kannst du gerne was essen und dann gehst du erst schlafen. Okay, haben wir uns jetzt verstanden? Schwieriges Publikum hier. So, kannst du auch was essen? Erstmal. Mach das mal bitte. So, dann machst du das, genau. Sonst kannst du auch noch mal gleich Fantasie lernen. Sehr gut. Und dann kannst du hier was verbessern, bestimmt. Bessere Grafikkarte. Ja, gönn dir das alles. Geh noch einfach schlafen. Nicht meckern, einfach machen. So, sehr gut. Machst du einfach weiter, ne? Müssen nur gucken, ob sie betäubt ist. Nee, alles gut. Gut, gut, gut. Das kann ich ja auch machen. Hier, mach mal Ekram. Weiß zwar nicht, was das ist, aber ist okay. Nutzen wir trotzdem. So ist mein Technikwissen, ne? Ekram. Ja. Hört sich gut an. Bauen wir rein. Dass die Reparatur jetzt nicht durchgeführt werden kann, ist wirklich kein Problem. Wir fragen später noch einmal nach, ob du Hilfe brauchst. Was für eine Reparatur? Was willst du von mir? Ich habe A, niemanden gerufen und B, kümmert sich gerade Daisy um alles. Also chillt mal euer Leben hier.
Brauch keine Hilfe. Selbst ist die Frau. Mhm. Aber weißt du, Daisy, wenn du das machen kannst, ich hoffe, du schaffst das mir hier. Weil dann kannst du auf Toilette, kannst du duschen gehen und dann kannst du ein bisschen hier sauber machen. Ist das okay? Das wäre großartig. Achso, deswegen. Da ist der Roboter mal wieder kaputt. Wer hätte das denn gedacht, ne? Hast bestimmt hier Eckram nicht eingebaut. Ich weiß das doch. Ich kenne dich doch, meine Gute. Und wisst ihr, wenn wir auch nicht lange mehr gesehen haben? Unsere beste Freundin. Wie geht's ihr denn eigentlich? Müssen wir auch noch mal wieder einladen. Nachdem sie immer sehr viel wild mit uns geflirtet hat, müssen wir das auch noch mal machen. Müssen wir sie mal einladen auf dem Wochenende. So, du isst jetzt was, dann kannst du es bitte reparieren. Ist ja eh so im Flow drinne hier. Top läuft das hier heute. Dann machen wir das doch, dass wir dann einen kleinen Mädelstag mit der guten, besten Freundin verbringen. Oh, oh. Natürlich hast du einen Albtraum. Warum sind wir wieder gute Freunde geworden, Bruno? Verstehe ich nicht. Ich möchte dich eigentlich gar nicht als guten Freund mehr haben. Du nervst mich zu sehr, mein Lieber. Es tut mir ja leid, aber du nervst. Kannst gleich die Zeit nutzen, machst wieder Denken und Bewegung hier. Wir haben keine Zeit für deine Albträume. Ich möchte nicht hören, was du geträumt hast. Nein! Musst weitermachen. Ackern, ackern, ackern. Achso, wir haben ja auch hier einen Aufspuler, ne? Kannst du auch mal entnehmen, die Sachen. Wo kann man dann ja schenken? Alicia, glaube ich, war das, ne? Ich hab's ja wirklich nicht mit Namen, deswegen verzeiht mir das. Aber Alicia müsste es. Ja. Sie ist auch schon eine Seniorin, also gut, dass ich da an sie gedacht habe. Weil vielleicht können wir noch eine Love Story draus machen. Oder halt nicht. Nee, dann haben wir wieder das Gleiche wie bei Sunny. Dass wir wieder mit Geistern arbeiten. Oh Gott, nein, Leute. Das war viel zu anstrengend. Okay. Kannst du wieder schlafen? Nein. Tut mir ja leid. Solange das halt nicht ist, dann musst du halt durch. Dann musst du halt müde sein. Ja, zumindest hast du Denken durch. Das ist doch wunderbar. Bist richtig effizient, meine Liebe. Obwohl du so todmüde bist. Aber jetzt kannst du schlafen gehen. Beziehungsweise geh doch erstmal nochmal aufs Töpfchen. Und dann geh schlafen. Sei richtig effizient jetzt hier. Sehr wütend, weil du müde bist. Ja, jetzt kannst du ins Bettchen gehen. Ich sag dir nichts dagegen. Geh aber ins Bett. Und hab mal keinen Albtraum. Das wäre ganz hilfreich dann. So, Daisy ist unterwegs und lädt jetzt gute Alicia ein. Hast du Bock zu kommen? Ja, Alicia! Es ist ja schon Ewigkeiten her, dass du mal da warst, muss ich sagen. Tollwut. Manche können ja so gemein sein. Was ist denn da passiert? Was ist passiert? Wer hat dich getrollt? Darian? Ist es Darian? Vor allem, ich habe 1865 Follower. Frag mich nicht, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber habe ich halt. Also ich weiß jetzt nicht, was die Trollnachricht war, aber ich würde einfach mal dem schreiben. Also wir haben dem guten Wolfgang ja eigentlich noch gar nicht gesagt, dass er Vater ist, ne? Wo ist der Wolfgang? Da. Wir schreiben ihm eine freundliche Nachricht. Nee, eine lustige Nachricht. Haha, weißt du, Wasserfall? Ich dachte, es geht gar nicht, aber ich bin doch schwanger. Hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Nee, Moment, ich gehe das noch hin. Hahaha, Wasserfall und Werwolf. Wenn du da an nassen Hund denkst, ist korrekt. Aber auch nasse Hunde können. Schwanger. Nee, es ist vorbei, Leute. ich wollte gerne irgendwas Sinnvolles sagen, aber nein. Und Wolfgang, du brauchst nicht über meine Witze zu lachen. Ich lache einfach für zwei. Exakt, Daisy. Das ist die Attitüde. Ganz, ganz ehrlich. So, wo ist jetzt die gute Alicia? Das frage ich mich jetzt mal. Ja? Sie hat gesagt, sie kommt. War es eine Lüge? Soll ich zu dir kommen, Alicia? Oder wollen wir ein Date haben? Ein Brunch-Date? Wir nehmen die Kinder mit? Nee, da ist sie! Okay, ich muss ja erst drohen, ne? Hereinbitten. Hi, meine Liebe! Wir haben fast ein Partner-Outfit. Aber ich bin halt zumindest jetzt nicht so benommen. Aber guck mal, wir haben dieselbe Hose an. Bei mir ist sie ein bisschen nach höher ausgeschnitten. Aber ansonsten ist es fast dasselbe. Hi, wie geht es dir? Wie sieht denn... Guck mal, die Freundschaft ist trotzdem sehr hoch. Obwohl wir sie echt Ewigkeiten nicht mehr gesehen haben.
Aber echt krass, dass sie schon Seniorin ist und wir sind einfach noch so jung und knackig. Ja, Enele, lass uns mal, hab mal nichts mit Enele. Also falls du was mit Enele hast oder ich weiß nicht, wer wessen Beziehung jetzt kitten wird. Sehr gut. Lass uns mal beste Freunde wieder werden. Wir hatten so lange nichts mehr miteinander zu tun. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja. Ja, lass mal ein bisschen schmeicheln. Ah, jetzt hast du sofort wieder ein Gefühl erhalten. Oh, tiefe Verbundenheit und zusammenwachsen durch gute Zeiten. Ach, die beiden. Wie süß die sind. Nicht Romantik. Sandra. Ah, oh, sehr schön. Ich sag nicht Romantik und schon, ne? Ja, ich würde da auch schon so reagieren. Du willst doch nicht das Gleiche haben wie deine Mutter. Nicht das gleiche Szenario wieder. Deswegen habt ihr euch ja auch aus den Augen verloren. Weil du eigentlich eine coole Mission hattest, oder hast du ja immer noch. Und dementsprechend passt sie halt nicht da rein. Tut mir ja leid, Alicia. Ja, du kannst doch nicht, also wir können doch nicht ständig für die Matriarchin Geister wiederbeleben. Ich gehe mal hier hin. Ich beobachte das hier von hinten, was die hier machen. Und ich habe jetzt einfach die Kinder jetzt hier im Auge, weil bestimmt beim Wald mal alle durchdrehen. Ich sehe das, wenn ihr flirtet, ne? Ich sehe das, ihr Lieben. So, dann kannst du auch nochmal genau... Ja, hier, nimm ein Gericht bitte. So. Ist da passiert was? Nee, die reden nur über Kunst. Gut, das ist erlaubt. So, dann kannst du ja hier erstmal auf Toilette gehen. Dankeschön. Was machst du da mit meinem Kind, Alicia? Warum redest du so komisch mit dem Kind? Warum sagst du so, meinem Kind ist doof? Du bist doof, Alicia. Ah, jetzt habe ich es dir gegeben, ich weiß. Schwierig, alles hier. Gut, du machst das und du brauchst Bewegung und Denken. Okay, dann machen wir das doch. So viel Stress hier. Nee, ich wollte ja, dass du was essen holst. Ja, ja, ich weiß, ich hab's gemerkt. So, Alicia, ich komme gleich hoch, ne? Aber brav sein, ihr beiden. Nicht gleich aufeinander stürzen, wenn ich sage, sie soll ein bisschen was gamen mit dir. Ach nee, lieber tanzen, ich verstehe. Ihr könnt ja auch zusammen tanzen. Langsam tanzen sicherlich nicht. Wir spielen jetzt hier mit Alicia ein Multiplayer-Game danach. So, da kann zumindest nichts passieren. Diese beiden tote Tauben hier. Badada, Chloe. Sehr gut. Sehr gut. Dann kannst du in Bewegung ein bisschen weitermachen. Ist Fantasie bei dir schon? Ja, sehr gut. Dann ist es nur noch Bewegung und Töpfchen. So will ich das sehen. Sehr gut. Dann ist ja, glaube ich, nur Floretta ein bisschen hinten dran, oder? Kommunikation ist auch noch nicht durch. Ja, Floretta ist. Die anderen beiden Kids sind eigentlich ganz schön gut durch. So, ihr beiden. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Also Alicia schon. Daisy anscheinend nicht. Auf Wiedersehen. Wollen wir nicht mit ihr nochmal reden? Oder willst du auf Toilette? Oder warum? Wo gehst du denn hin? Gib mal Kochtipps. Sag ihm mal, wie der Hase läuft beim Kochen. Achso, es ist irgendwie ein Pirat. Warum hast du denn wieder negativ? Mit wem hast du denn negativ? Komm schon, Daisy. Sie ist sehr kokett, wohlgemerkt. Alicia. Selbst im hohen Alter, ne? Es ist so lustig mit dir. Ich verbringe wirklich gerne Zeit mit dir und hoffe, dass es dir genauso geht. Grover? Du hast ein Baby adoptiert? Ja, da kommen wir mal vor kurz vorbei. Da gucken wir uns an, aber ganz genau. Da. Also Clover in deinem hohen Alter ein Baby zu adoptieren, ist schon was. Wie heißt denn das Baby? Hallo? Sehe ich nicht, oder was? Naja, dann ist es halt so. Ich weiß nicht, wie das Baby heißt. Es ist einfach ein Baby. Nadine! Oh, wie meine Schwester. Ja, ja, ich fütter dich schon. Keine Sorge. Ja, ich kümmere mich doch schon drum. Keine Sorge, ich weiß, was ich hier mache. Tim Disaster ist hier. Das ist ja ein Kind von
wem anders gewesen. Ich weiß gar nicht, wer das adoptiert hat. Ich habe schon keine Ahnung hier mehr. So, ich denke mal von Violetta. Und Clover hat ja dann das andere Kind gerade adoptiert. Ich kann ja auch mal hier gucken kurz. Also, Forrest hat ein Kind. Jasmin hat zwei Kinder. Clover hat ein Kind. Nadine, genau. Und Violetta hat Tim. Okay. Verstehe. Ja, also ein paar Kinder von uns haben schon Kinder. Ja, das war korrekt. Ich musste gerade wirklich überlegen, was ich hier sage. So. Ist Alicia noch da? Ja. Wir wollen ja noch den... Genau. Freundschaftlich, bitte. So, ihr Lieben, ich muss hier kurz runtergucken, weil... Ach nee, du hast es jetzt? Ja, du machst jetzt Fantasie voll. Gut. Du brauchst auch nur noch Fantasie voll. Okay. Ich komme hier gleich wieder hoch. Ich kenne euch doch. Ihr beiden, wenn ich euch alleine lasse, ihr tote Täubchen, ne? Dann geht's aber wieder los bei euch. Ich kenne das doch mit euch, ja. So. Plaudern. Ja, plaudern. Alicia, es ist mir immer wieder eine Freude mit dir, aber ich sage mal, du sollst es jetzt mal gehen. Du kannst gerne noch mein Baby fühlen, so, aber ansonsten ist dann auch mal durch, okay? Gut, kannst du ein Baby fühlen? Weil es deine beste Freundin. Beste Freundin. Ja, kannst du fühlen gerne, nicht mehr. Nicht runterrutschen hier. Die Finger sind aber ganz schön nah oben. An den Brüsten. Ich hab's genau gesehen. Ihr denkt, ich sehe das nicht, ne? Ja, ich glaube auch, es ist jetzt langsam Zeit zu gehen, meine Liebe. Es war mir wieder ein Fest, aber es war auch wieder genug. Ja, ihr beiden. Und mit dieser schönen Begegnung würde ich sagen, beende ich jetzt diese Folge. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir erwarten Kinder von einem Werwolf. Bin sehr gespannt, ob wir wieder Werwolfskinder bekommen. Oh, wir hatten schon lange keine mehr. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn ihr Spaß hattet natürlich, lasst mir gerne ein Like, Kommentar da und folgt mir gerne. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Und ciao.